Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Und zwar bin ich heute mal endlich wieder nicht alleine, sondern ich habe den Adel dabei. Den muss ich bringen, den Spruch. Der Phil. Hi. Hallo Phil, na? Wir sind heute unterwegs im Vorharz, sage ich mal, wollen zur ehemaligen Festung und jetzigen Ruine Regenstein und wollen uns in der Region noch ein bisschen was anderes angucken. Und ansonsten erstmal viel Spaß mit dem Video. So, Phil, seinen bürgerlichen Namen Phil von Flack, aus dem Geschlecht der Flacks, haben wir ja schon gehört. Phil, sag mal ein paar Worte zu dir, bevor ich hier irgendwas lebenslaufmäßig erzähle, was nicht stimmt. Kurz ein paar Eckdaten außer deiner U-Haft. Von Flack ist natürlich geschenkt. Es geht natürlich um die Band, nicht wahr? Die es seit vielen Jahren gibt. Und ich bin einfach ein Bandmitglied, deswegen immer von Flack. Ich bin 34 Jahre alt. Bin stolzer Vater von 3 Kindern, gelernter Koch. Ach, Koch bist du tatsächlich? Ja, das wusste ich auch gar nicht. Ja, ja. 2010 die Lehre beendet. Danach dann, ja, wie du schon so ein bisschen gesagt hast, mit dem AB-Mittelrhein-Prozess etwas länger beschäftigt, also 7 Jahre angeklagt gewesen. Ja, muss man sich auch mal vorstellen. Wir nehmen jetzt in diesem Video jetzt nicht weiter drauf ein. Ja. Resultat von der Sache, es wurde alles eingestellt. Ja, selbstverständlich, klar. 7 Jahre. Also einer von der Rheinzeitung hat mal geschrieben, sinngemäß, es startete wie ein Tiger und endete als Bettvorleger. Und das trifft es ganz gut. Damit war ich dann 3 Tage die Woche beschäftigt, also über 300 Fahndungstage. Das Ganze wurde eingestellt. Und ja, bis heute nicht vorbestraft, selbstverständlich nicht. Aber gut, im besten Deutschland, dass es jemals gab. Trotzdem, ich musste trotzdem noch mit reinbringen, wie lange hast du da in U-Haft gesessen gehabt, wegen nichts? Ja, ein Jahr, ne? Ein Jahr deines Lebens, wenn man es überlegt, da warst du ja auch in deinen besten Jahren. 22. Ich bin mit 22 von jetzt auf gleich inhaftiert worden, noch nie vorher angeklagt gewesen oder vor Gericht gestanden. Und ja, das hat sich etwas gezogen, muss ich ehrlich sagen. 180 Tage Isolationshaft, das war ganz schön fett. Heftig. Ja, in Haft bin ich dann 23 geworden. Und schöner Geburtstag. Ja, vorher Geburtstag, wobei tatsächlich so der unangenehmste Tag war skurrilerweise Silvester. Weil man einfach diesen Zeitpunkt hatte, man erinnerte sich zurück, was war die letzten Jahre quasi, immer so ein paar Fragmente, ganz anders als bei einem Geburtstag. Ja. Also wenn man sich überlegt, okay, wie war jetzt mein letzter Geburtstag, da hat man vielleicht nicht so viel, aber mit Silvester dann schon, auch in der Gastronomiezeit viel. Es ist natürlich, klar, negatives Erlebnis im Leben, aber irgendwo prägt es ja wahrscheinlich auch ein. Also ich glaube ja, eins deiner Lieder ist ja speziell eigentlich auch wegen dieser Haftzeit, kann man sagen, entstanden. Ja, die Hymne der Treue, so eins deiner bekanntesten Lieder. Ja, genau, könnte man auch. Oder interpretiere ich das falsch? Nee, das ist schon richtig. Also es geht natürlich auch um einen Angeklagten, aber auch stellvertretend für alle guten und wahren Freunde. Ja. Danach habe ich irgendwann noch mal eine Ausbildung gemacht, worauf ich nicht näher eingehe, die auch abgeschlossen. Und dann habe ich Fachabitur gemacht. Aha. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Das hieß jetzt Wieso? Mit der Schule. Da war ich früher immer faul war. Ach so. Klug, aber faul. Ne? Gut, aber im Alter oder wenn man älter wird, ja, findet man sich ja selbst auch nochmal und überdenkt ja viele Sachen. Korrekt. Und dann super gestartet, Fachabitur. Der Prozess war pausiert, lief aber dann später weiter. Und dann habe ich danach gedacht, naja gut, wenn das jetzt schon so gut lief, das lief sehr gut und dann gucke ich mal, ob ich nicht Abitur noch schaffe. Mhm. Und das lief dann auch ganz. Wie von der Hand? Na, ich war sprachlich hatte ich immer einen sehr guten Zugang, naturwissenschaftlich eher schwerer, beziehungsweise nicht so intuitiv. Ja. Und da musste ich mich sehr reinknien und hatte dann aber auch wieder 2 Tage die Woche Verhandlung, sodass ich von 3 Einheiten Mathematik meistens 2 nicht mitbekommen habe. Und das war auch meine einzige 3 dann im Abitur. Ist nur eine 3 geworden. Ich kann mich am Fachabitur erinnern. Ich habe im Bereich Wirtschaft Fachabitur gemacht und Englisch war da meine Katastrophe. Ausbildung, dann später Fachabitur und dann Abitur. Das auch ordentlich mit 1,7, da war ich damals sehr stolz und dann, dann angefangen zu studieren. Schön. Und bin freiberuflicher Musiker. Und Studium ist schon fertig oder nee, bist du das zieht sich etwas. Ja, alles klar. Gut, gehen wir nicht näher drauf ein. Ja, oder? Genau. Alles klar. Gut, schießen wir mal weiter.
wenn ich sie höre. Worauf seid ihr denn stolz? Erlockt mir dies nur ein müdes Lächeln. Sie sind so blind, verkennen die Schönheit der Heimat, sehen Wiesenbächen durch die Wälder. Die alten Weisen tanzen wir schon, in jungen Jahren spürten den Geist der Jahrtausende, sein altes Flüstern in unsere Herzen tragen. So, wir sind auf dem Weg zur Burg, beziehungsweise ehemaligen Burg und Festung Regenstein, und wir haben zwischendrin das gefunden, und zwar ist das eine Mühle, auch aus dem 12. Jahrhundert, was auch vom Grafen von Regenstein angeschafft wurde. Das war eine Mühle, die tatsächlich dazu war, um zu mahlen. Ja, was soll sonst eine Mühle machen? Nee, tatsächlich Mühlen kann man auch natürlich für andere Sachen nutzen, zum Beispiel heutzutage zur Stromerzeugung, da wird es ja über Turbinen betrieben. Aber das ist tatsächlich aus dem 12. Jahrhundert, lieber Phil. 12. Jahrhundert. 12. Jahrhundert, unfassbar. Oder? Wir haben es überlegt. Also ja. Was aber auch so schon ideentechnisch geschaffen wurde, das muss man sich auch immer überlegen, was da Leute sich so für Ideen gemacht haben. Und heute ist es ja gang und gäbe, klar, sowas zu haben, aber vor nahezu 1000 Jahren. Ja, ja, schon beachtlich, ja. Wenn man sich anguckt, was in anderen Teilen der Welt in der Zeit war oder nichts. Heute noch ist. Also, wer hier in der Ecke ist, nicht den Stempel vergessen. Nummer 82, Regensteinmühle. Und hinter uns ist auch hier eine Schutzhütte, die typischen Sachen im Harz, immer ganz gut. Falls man doch mal in eine Notlage kommt, darf man sogar da nächtigen. Sonst ist das natürlich im Harz eigentlich, wie in fast ganz Deutschland, verboten. Diesen Götterfunken will ich stets bewahren, seine Wärme durch unsere Lande tragen, bis ein Fünkchen im letzten Winkel glüht, bis das Hermannsland neu erblüht. Die Heimatliebe im Herzen tragen, das Bekenntnis auf den Lippen. Stehen wir getreu dem Eid, bis der letzte Tag ist einst bestritten. Zu der Berge höhen, über grüne Auen, bis in die Flüsse, die Himmel blauen. Halt die Losung wird immer mehr, Heimattreue, deutsche Ehr. Machst du hervor, du glanzvolles Land der Treue. Weit über alle Grenzen bekannt, rühmen fremde Völker, die stets aufs Neue. Verantwortung ist das Schlüsselwort, sich dem Elend Erbe würdig erweisen. Wir müssen ihnen entgegenstehen, die stetig nur das Fremde preisen. Den alten Funken will ich stets bewahren, seine Wärme durch unsere Lande tragen, bis ein Fünkchen im finstersten Winkel glüht, bis das Hermannsland neue Blüht, die Heimatliebe im Herzen tragen. Ja, wenn man sich hier jetzt die Festungsanlage anguckt, die Ruinen besser gesagt davon, die Wälder, Felder, Berge hinter uns, ist das schon natürlich einmalig. Phil, ist zwar nicht jetzt so genau deine Heimat hier der Harz, aber was ist für dich Heimat? Um es da ein bisschen mit Otto von Bismarck zu halten, also der Dreiklang aus Geburt, Erinnerung und Liebe, das würde ich für mich einnehmen oder interpretieren. Ich bin Rheinländer, wie du richtig gesagt hast. Das heißt, dort, wo meine Wiege stand, wo ich geboren bin, wo meine Eltern auch geboren sind, wo ich herstamme, wo das erste liebe Auge auf mich geblickt hat, wie Ernst Moritz Arndt es auch mal sagte. Und Bonn als meine Heimatstadt ist ja auch mit Ernst Moritz Arndt verbunden, auch wenn er auf Rügen geboren ist. Und das ist also der erste Kernpunkt, dann die gemeinsame Erinnerung. Also wir sind ja die logische Konsequenz, nicht einfach zufällig irgendwo geboren, sondern einfach das Resultat einer Kausalkette. Und das würde ich auch damit verbinden. Das heißt, die Erinnerung an viele Dinge, die man erlebt hat, die ersten politischen Wege auch, aber auch die erste Musik, die ich gespielt habe, das erste Mal verliebt sein und so weiter, alles das. Und dann auch wieder in der Tradition einfach begründet. Die Liebe daraus resultierend auch zu dem eigenen, die gleiche Sprache, die gleiche Kultur. Das heißt, Heimat ist mehr als nur ein Ort,
als eine Lokalität, sondern auch ein Gefühl, ein Sein und Werden, auch das, was wir daraus machen, aber natürlich ein Erbe übernehmen und ja, dann auch den Kindern und Enkeln das schuldig sein. Also ich sage gerne, wir haben diese Heimat nur von unseren Enkeln geliehen. Und es ist unsere Aufgabe, das Ganze mit Leben und Liebe zu füllen, auf dass sie auch dass Deutschland ihnen eine Heimat sein kann. Und je weiter man weggeht, umso mehr merkt man ja auch, was Heimat ist. Also oft erlebt man ja Dinge, die man hat, erst durch den Kontrast. Und das wird, glaube ich, jeder bestätigen können. Je mehr man die Welt bereist, und ich bin ja nicht nur mit der Musik, aber auch da insbesondere, also ich glaube, ich habe über 20 Länder schon bereist, wo ich spielen durfte, über all die Jahre. Man merkt immer wieder, was denn heimisch ist. Gebräuche, Kultur, Identifikation. Also ich muss sagen, wir hatten es gerade schon im Spree-Gespräch gehabt. Wir waren ja letztes Jahr in Transsilvanien wandern. Ja. Und welchen Einfluss man da einfach auch sieht aus seiner Heimat durch den Deutsch-Ritter-Orden, der Transsilvanien und Siebenbürgen damit auch gegründet hat, ist schon Wahnsinn. Also wie Heimat auch ausstrahlen kann. Also Heimat ist halt, wie du schon sagst, nicht nur ein Standort, sondern Gefühl, Tradition, Kultur, aber auch Schaffenskraft im Endeffekt. Das ist halt, was uns ja vor allem auch als Deutsche oder als Europäer auch ausmacht. Wir tragen ja auch viel in die ganze Welt, heute noch, muss man sagen. Ja, auch da, Situation. Wenn man gefragt wird, was ist Deutsch, dann kann man einfach auch mal jene fragen, die außerhalb unseres Volkes stehen. Und die werden ganz oft sehr genau wissen, dass es halt nicht nur irgendwelche Kartoffeln sind, sondern tatsächlich viel, viel mehr. Gerade auch Werte, Ideale, väterlicher Geist und der Tugenden auch. Und die sollten wir auch hochhalten, selbst wenn wir nicht mal alle erfüllen. Das ist das irrelevant. Das ist ein Erbe, was wir bewahren sollten und was uns über die Landesgrenzen hinaus weltweit auch bekannt gemacht hat. Ich halte den grundsätzlich Glauben und einen oder wie auch immer gearteten transzendentalen Überbau als für etwas, was wir brauchen. Also jetzt nicht unbedingt den christlichen Glauben, das kann jeder handhaben, wie er möchte, ja. Aber auch eben nicht dieses reduziert sein auf das Hier und Jetzt und nur für uns und vielleicht noch für unsere Kinder und Enkel, sondern auch einfach über das große Ganze hinaus und sich auch mal wieder geistig, philosophisch nach oben orientieren. Also dieses, wenn man Pärchen hat, ältere Pärchen, die vielleicht noch dem christlichen Glauben sehr, sehr verbunden sind, dann merkt man, dass die auch ein anderes Band nochmal haben, weil die einfach Gesetze für sich selber als wahrhaft betrachten, die ihnen Kraft geben, auch wieder Identifikation und diese Stärke und diese Liebe auch, dieses für etwas Größere da sein, ja. Für etwas, was oben drüber ist, wie es auch immer sein mag, erleben wir in den anderen Weltreligionen ja noch viel präsenter heutzutage. Ja. Also nehmen wir mal die Moslems, da ziehe ich grundsätzlich von der Mannschaft einen riesigen Hut, weil die sich unabhängig davon auch über die Nationen und Staaten hinweg als Moslems durch diesen transzendentalen Überbau miteinander verbunden fühlen. Ja, und das fehlt uns natürlich eine germanische Metaphysik, glasklar, also das, was uns zusammenhält über Grenzen hinweg. Ich sehe, wir gucken uns jetzt hier noch den Rest der Festungsruine hier an, gehen ja noch ein bisschen hier durch den Wald, weil da noch Sandsteinhöhlen sind. Herzen tragen das Bekenntnis auf die Lippen. Stehen wir getreu dem Eid, bis der letzte Tag ist einst bestritten. Zu der Berge Höhen, über grüne Auen bis in die Flüsse, die Himmel blauen. Halt die Losung, wird immer mehr, Heimattreue, deutsche Ehr. Thank you.
Heimatliebe im Herzen tragen, das Bekenntnis auf den Lippen. Stehen wir getreu dem Eid, bis der letzte Tag ist einst bestritten. Zu der Berge Höhen, über grüne Auen bis in die Flüsse, die Himmel blauen. Halt die Losung, wird immer mehr, Heimat, Treue, deutsche Ehr. So, Thema Musik, lieber Phil. Bist du plötzlich als Skinhead-Rocker geboren? Plötzlich war die Musik da von Phil? Oder bist du tatsächlich schon länger musikalisch interessiert, auch bevor du politisch irgendwie interessiert warst? Also die Leidenschaft zur Musik hat mein Vater in mir geweckt. Und so kam es, dass ich im zweiten Schuljahr schon auf dem Toten Hosen-Konzert war. Also die Fahnen waren auf eine andere Richtung ausgerichtet. Aber das Kritische und auch so ein bisschen lyrisch Bewanderte habe ich mir beibehalten. Dann habe ich irgendwann mit 12, als ich einen älteren Mitschüler gesehen habe, wie er Nirvana auf einer Gitarre gespielt hat, auf einmal Feuer gefangen, habe gesagt, das ist also möglich mit so einem Instrument. Und habe dann angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen, eineinhalb Jahre in etwa. Also maximal 2 hatte ich insgesamt, ein Jahr lang Akustikgitarre, danach E-Gitarre, klassische Schule und... Aber kann bis heute keine Noten, jetzt lerne ich gerade Klavier spielen mit Unterricht. Ach, du spielst tatsächlich ohne Noten, ja? Ja, ja. Also so hörentechnisch, also ich bin jetzt ja nicht musikalisch bewandert. Korrekt, also ich weiß schon, wie die Akkorde heißen, die Spiele, aber der Rest nicht. Ah, alles klar. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Dur oder Moll bin. Hauptsache klingt geil. Genau, richtig, ich bin reiner intuitiv. Ja, das habe ich schon öfter gehört von Musikern, dass da wirklich unterschiedliche Vorgehensweisen, tatsächlich diese Notenspieler, die wahrscheinlich eine richtige musikalische Ausbildung dann hatten. Ja. Und halt diese nach Gehör spielenden Musiker. Genau. Und bei mir war es seinerzeit so, dass ich als Traum immer hatte, dass ich Lieder hören kann und Lieder nachspielen. Ja. Das hatte ich dann so nach 4-5 Jahren hatte ich das wirklich drauf. Na, eher kürzer, also 3-4. Jedenfalls so alles, was so, ich sag mal, nicht überragend schwer ist, konnte ich dann nach 10 Minuten spielen, oder so, wenn ich rumprobiert habe. Und ja, also Gitarrenunterricht genommen, dann eine Thrash-Metal-Band gegründet, so in jungen Jahren, dann, das war, ich muss Wie war der Name, los? War der so richtig trashig auch, oder? Nee, damals Sacrifice und dann später The True Sacrifice, weil du ja dann irgendeine andere Band hattest, die auch so hieß. damals haben wir sogar noch, habe ich ein Konzert veranstaltet, Brot für die Welt und so in der Schule, das war relativ witzig. War dann auch noch im Bonner Rathaus eingeladen später, also... war eine witzige Zeit, aber halt wirklich komplett unpolitisch. Ja. Vollgas. Ich habe damals auch nur Gitarre gespielt, nicht gesungen. Deswegen wollte ich gerade sagen, so Thrash Metal hättest jetzt ja deine, also deine, weiß ja nicht, manche haben ja verschiedene Stimmebenen, keine Ahnung, wie es heißt. Aber du hast ja eher eine betonte, gute Stimme im klassischen Sinn und nicht jetzt so eine Thrash Metal, ich hau kaputt Stimme. Das kommt natürlich häufig die Frage, nimmst du eigentlich Gesangsunterricht oder so? Mhm. Und das war nie der Fall. Also nie gemacht. Dir wurde es in die Wiege gelegt, eine angenehme Gesangsstimme, sag ich mal, zu haben. Weil trainieren kann man, ist auch Veranlagung, oder nicht? Also das sowieso. Ich unterscheide da einfach zwischen Technik, also das kann ich gesangstechnisch, und Klangfarbe oder Stimmfarbe. Und mit der Stimmfarbe wirst du geboren, du kannst sie ein bisschen ausweiten, aber grundsätzlich gibt es da sehr, sehr gute Sänger, die hören sich nicht schön an, weil die Stimmfarbe einfach nicht toll ist. Ja, andersrum gibt es halt Menschen, die können nicht sonderlich gut singen. Ich wahrscheinlich auch nicht, aber... die Stimmfarbe kommt dann. Gut, bei mir ist es ja so, je nachdem, wenn ich jetzt tief singe, ist es nochmal was anderes, als wenn ich so einen Oktavsprung mache und gefällt oder gefällt nicht. Ja klar, also ich probiere auch, ich denke, ich kann auch gut singen, wenn ich 3 Bier getrunken habe und dann geht's los, aber kann ich eigentlich nicht. Ja, aber das ist dann authentisch und das ist auch wertvoll. Ne? Also singen verbindet und das ist wichtig. Ne? Wie ging es denn weiter nach Thrash Metal, Schule? Ja, wurde es Black Metal und nachdem es Black Metal war und sich politisiert, habe ich dann irgendwann auch gedacht, okay, das, was da so an Rechtsrock gespielt wird, das ist ja schon ganz schön simpel. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, könnte ich ja auch mal machen. Und habe dann einfach angefangen, Sachen zu schreiben, zu spielen, ganz simple Sachen. Und ja, so kam das. Und das hat sich natürlich über die Zeit, also wer jetzt unsere allerersten musikalischen Schritte kennt, der wird auch eine andere Band Flak quasi erleben. Als wie sie heute ist. Und man entwickelt sich. Ja, kurz mal zur Kulisse, da waren wir gerade oben. Ja,
wie schnell die Höhenmeter auch wieder überwunden sind nach unten, war schon Wahnsinn. Abwärts geht's immer schneller. Ja, das stimmt. Ja, da ist die Festung Regenstein von unten. Sehr herrlich. Schön, ja, Wahnsinn. Schöner aber Blick. Denkt man gar nicht, dass man jetzt so die Meter ja. da wieder runter gemacht hat. Ja. Wir waren stehen geblieben bei der aktuellen Band. Genau, du sagtest ja gerade, für Flak werde ich wahrscheinlich am meisten bekannt sein. Ja, stimmt. Ich spiele halt ja, so ein bisschen live bei anderen Bands, wenn sie dann mal auftreten. Ist ja selten geworden. Ja. Selten, aber begehrt, so nach dem Motto. Ja, und natürlich mit den Balladen, nicht wahr? Also ich bin ja durch ganz Europa unterwegs, um dann, wenn ich rausgelassen werde, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja, diese Ausreiseverbote. Wieder einfach Bock auf Rocksachen. Mit dem Proto sind ja auch noch Sachen geplant. Was uns zur letzten Frage im Thema Musikbereich ja. bringt, was kommt demnächst? Am besten im Mai noch. Im Mai. also wir werden jetzt erstmal ein Lied bei Spotify veröffentlichen, ausnahmsweise mal so ein bisschen was Historisches. Da sperre ich mich ja sonst immer gegen. Aha. Ich habe auf gar keinen Bock, auf gar keinen Fall Lust, zu viele alte backende Schinken wieder rauszuholen. Braucht heutzutage also zumindest nicht nochmal was darüber. Ja. Kein Mensch. Aber dann doch 1871, das ist ganz interessant. War ja auch ein wichtiges Schicksalsjahr, muss man genau, sagen. Genau, deswegen. Ja. Und dann also einfach Bismarck und Kaiserreich. Wie ist das überhaupt gekommen? Auch die Identifikation als Deutsche, ja. die halt bis zu dem Zeitpunkt ja so noch gar nicht so manifestiert war. Ja. Also 35 Staaten. Ja, diese kleinstaatliche Lösung immer, ja, Fürstentümer. Überhaupt nicht greifbar. Naja, auf jeden Fall, da kommt ein Lied drüber, weil diese berühmte deutsche Frage auch bis ja. heute hin eine schicksalstragende auch für Europa ist, meines Erachtens. Ja. Keine, die wir unbedingt noch zu beantworten haben, aber vielleicht unsere Urenkel. Ja, das stimmt. Und dazu machen wir was. Da wird auch wahrscheinlich mit einer der prominentesten Stimmen uns begleiten und genial, wieder, Jones von M&E. Oder M&M. Ja, nee, genau. Das wäre ein Gag, ja. Und ja, dann kommt als zweites, soll zumindest ein sehr farbenfrohes, wokes Video kommen mit einem, ja, hat vor kurzem mal einer gesagt, das hört sich an wie Malle Metal. Aha. Mal gucken, sehr progressiv in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bin gespannt. Wir haben auch den Wokismus für uns entdeckt und das werden wir da hart abfeiern. Aber auch unter eurem klassischen Namen, oder? Ja, klar, sicher. Mhm. Wollen uns da auch outen quasi. Und ja. Das konnten wir aber auf gar keinen Fall als erstes Lied machen oder ja, Video. Ja. Sonst denken die Leute, das wäre repräsentativ für die ganze Platte, was nicht der Fall ist. Das stimmt, ja. Das Lied muss halt meistens, natürlich. Das erste Lied muss halt drin knallen, wa? Und das bleibt ja auch meistens erstmal hängen. Wenn man, ja. Es ist zumindest ein Appetizer, ne? Und wenn ja. man jetzt ein neues Lied hört von einer Band, vom Album, wo man jahrelang nichts gehört hat, ja. und das gefällt einem nicht, oder denkt, ey, was machen die jetzt? Bongo-Trommeln, ja. was spinnen die? oder A Cappella-Rap? Nee, dann denkst du dir, okay, auf den Rest habe ich auch keinen Bock. Und deswegen haben wir was genommen, was ein bisschen tragender ist, aber rockig. Und das wird es dieses Jahr geben. Und ich hoffe, dass es auch die ganze Platte dieses Jahr geben wird. Aber es kann auch einfach sein, dass ja. es leider 2038 wird. Oder? Ich sage ja tatsächlich, lieber mal Jahre warten oder ein Jährchen länger warten, ein halbes Jahr länger, aber dafür qualitativ was Vernünftiges. Es ja. gibt ja auch genug Kapellen, die einfach gefühlt aus Zwang jedes Jahr was rausballern müssen. Und manchmal denkst du dir, oh, hättet ihr euch sparen können. Es ist ja auch so. Diese ganze Musik ist ja etwas, was bleibt. Ja. Und es ist auch immer wie so ein Fotoalbum, eine Aufnahme aus einer gewissen Zeit. Mhm. Und ich möchte eigentlich, wenn ich später dieses musikalische Fotoalbum mir im Geist durchblicke, ja. Selbst wenn ich sage, okay, boah, was hast du damals für eine Frisur getragen? Ja. Überspitzt gesagt, oh, mein Vater hat so einen Oberlippenbart oder ja. was? Seiner Zeit, Mensch, das war halt so zu der Zeit, ja, so, ja, das richtig, hat man richtig. So getragen. Ja, ja. Und so möchte ich das musikalische auch haben, dass ich aber sagen muss, okay, aber damals in der Zeit war das schon geil. Ja, das stimmt. So, und das ist auch das Ziel. Das heißt, ich hoffe dieses Jahr, aber es kann sein, dass es auch nächstes Jahr wird. Ja, ist so. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich konnte schon tatsächlich exklusiv einmal reinhören in ein Lied und ich muss sagen, facettenreich. Ja, macht auf ja. jeden Fall schon Spaß, dieses Lied einfach zu hören, obwohl es noch nicht mal abgemischt richtig war, aber muss ich sagen, top. Wird gut. Klassisches Flak, aber doch anders. Ja, das ist jetzt die Frage. Also was war, wie war da so dein Eindruck dazu, was erinnert dich an Klassisch Flak, was nicht? Natürlich das geniale, harte erste Zwischenspiel. Du hast ja, ohne jetzt zu viel wegzunehmen, am Anfang kommt halt eine Vokalpassage, wo Phil sehr sanft, da dachte ich, oh, was wird das? Interessant.
trotzdem interessant, also auch diese ruhige Stimme. Und dann kam halt so ein richtiger Flak, brumm, Metal rein. Also Metal ist jetzt übertrieben ja auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie verortest du deine Musik denn selbst? Was ist das? Das ist schwer zu sagen, ja, aber deswegen, da an der Stelle ist es wahrscheinlich, also mit Tempo ist nicht unglaublich schnell, aber schon so eine, fast so in Richtung Stadion-Rock, ne? Also ja, wie du sagst, dieses... Es holt dich aber ab und das ist es ja. Du hast halt erst diese Stimme, wo du erst zuhörst. Oh, interessant, da kommt was. Ja. Und dann wirst du halt mitgenommen. Ist ja im Endeffekt wie im rhetorischen, das AIDA-Prinzip. Aufmerksamkeit wecken, ja, Interesse wecken. Vorsicht, Ameisenhaufen hinter dir. Interesse, ja. Genau. Und dann bleibst du auch hängen. Ist wie bei einer guten Rede, ist es musikalischer genauso, der Aufbau. Du musst das Interesse wecken. Genau. Ja. Und so ist es auch. Und ich glaube, das schafft die erste halbe Minute halt genau da. Das ist schön. Die erste halbe Minute. Als Flak Ultra bist nicht erfüllt. Genau, deswegen. Gut, wir haben Ameisenhaufen gefunden, auch immer sehr interessant für die heimische Natur. Der Ameisenstaat. Oh, guck mal, sogar die rote Ameisen. Wir wollen sie nicht länger stören, gerade in der Frühlingszeit. Das ist der Rode von den New Kids. Ja, und wir gehen jetzt hier kurz zu Sandhöhlen und werden mal gucken. Musikalisch haben wir jetzt fast alles fertig, aber ein Themengebiet haben wir gleich noch. Ja, wir sind jetzt hier bei Sandsteinhöhlen. Die gibt es hier in der Ecke, einmal in klein und einmal in groß. Wir sind jetzt nur bei den kleinen, weil wir jetzt gleich noch weiter wollen. Wir Fliege verschluckt. Ja, ihr seht's, wunderschön zum Übernachten. Geht doch richtig tief hier rein. Phil, bring mal deine Lampe. Jo. Und dann werden wir gleich noch mit Phil sprechen über das Thema erstens Sport, wie man... Alle mitbekommen, wer Phil bei Instagram zum Beispiel folgt, dass Phil ja sehr sportlich aktiv ist. Oh, hier ist aber flach. Ja, und sowas wurde tatsächlich meist als Versteck genutzt. Ich hatte es nämlich gerade schon Phil gesagt, außerhalb der Kamera, so Höhlen und so weiter wurden oft, also speziell im 30-jährigen Krieg, man sieht immer verschiedene Mittelgebirgen, immer wieder den Namen Schwedenhöhlen, Schwedenlöcher oder sonstiges, weil diese Höhlen oft als... Ja, Unterschlupf bzw. Flucht-Szenario genutzt wurden, wenn feindliche Heere, wie zum Beispiel im 30-jährigen Krieg mit Gustav Adolf, als die Schweden hier einmarschiert sind in Deutschland, dass die Zivilbevölkerung, sage ich mal, die nicht auf Burg oder Schloss konnte oder eine Festung konnte, trotzdem eine Möglichkeit hatte, sich zu verstecken. So, Phil, ich sehe schon, sportliche T-Shirt hat er extra an. Wir wollen hier keine Werbung machen. Alex, 150 Euro die Sendesekunde. Netto. Oh, netto natürlich. Gut, Phil, neben Musik und anderen Aktivitäten bist du ja noch, wenn man bei Instagram das richtig verfolgt, etwas sportbegeistert. Zumindest sieht es so aus, als wenn du nahezu alle ein, zwei Tage im Fitnessstudio verbringst. Ja, so 3 bis 5 Tage die Woche. Tatsächlich, ja. Also von nichts kommt nichts, wa? Ja. Man sieht es bei mir, von nichts kommt nichts. Nein. Na, vor allem ist ja eher andersrum, von nichts kommt dann ja doch viel, viel Fett und so. Und das ja, das ist eine andere Frage, ja. Das wollen wir jetzt nicht bei mir sehen. Du machst hauptsächlich Kraftsport, wie ich so sehe, wa? Ja. Ja. Wie kamst du jetzt dazu? Also ich weiß nicht, machst du schon länger? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dich jetzt so verfolge. Aber ich glaube, du hattest auch mal was erzählt, dass du da jemanden aus dem NDS-Bereich hattest, der dich da ein bisschen unterstützt hat. Ja, an der Stelle schöne Grüße an Silo. Kann ich auch jedem empfehlen. Der entwirft Trainingspläne, Ernährungspläne und so weiter. Und das macht er bis heute. Also ich trainiere
sag mal so zu 90% nach seinem Plan und das ist erfolgreich. Ja. Ja, das ist wichtig. Das sieht man beim Bildern. Bilder kann man auch viel täuschen immer, was? Die Tage habe ich einem das Spazier mit mir Video gezeigt. Ja? Das bist doch nicht du. Gesagt. Ja, man muss wirklich aufpassen und deswegen werde ich jetzt Phil gleich um einen guten Appell bitten an alle Zuschauer, die zu wenig Sport machen, wie mich zum Beispiel, was sie tun sollten. Phil, Sport, ja oder nein? Viel, wenig, Mittel? Ja, dieses gesunde Mittelmaß gibt es ja gar nicht, aber... Ich denke schon, dass man sich zumindest so dreimal die Woche in irgendeiner Form aufraffen sollte. Grundsätzlich erstmal egal, was es ist. Also Wandern zählt auch? Ja, klar. Also ich sag mal, der Wanderfreund bin ich ja nicht, aber man spricht ja von dieser Non-Exercise-Activity, also dass man sich in irgendeiner Form bewegt, ohne dass man jetzt aktiv Sport macht. Also Treppen gehen statt Lift fahren, am Tag, wenn es geht, 20, 30 Minuten einfach spazieren gehen, einfach um ein bisschen dort zu bleiben. Und ja, Männer auf jeden Fall. Männer dreimal die Woche, meine ich, ist sinnvoll, kann man auch gut schaffen. Die ersten ein, zwei Male sind, glaube ich, wenn man eine Pause hat oder nichts gemacht hat, ein bisschen motivationsbedürftig. Aber das geht schon. Und der Manuel, an der Stelle schöne Grüße, alles Gute für die Haftzeit und der Familie, große Stärke. Hat ja in einem Interview mit einem Alex auch mal gesagt, ja, im Zweifelsfall einfach bis 5 zählen und dann machen. Und das ist ganz wichtig. Ja, ich denke, also wir sind ja auch, grundsätzlich ist es wichtig, einigermaßen gesund zu sein, aber wir sind ja auch immer wieder Träger einer Idee und auch Repräsentanten des Ganzen. Und ja, das... Ja, diese Vorbildfunktion, die wir vielleicht gerade als Leute haben, die auch so ein bisschen präsenter sind in der Öffentlichkeit. Das ist ja nicht nur für uns, aber auch natürlich für Leute, die politisch irgendwas auch rüberbringen wollen, oder? Ja, klar. Und wenn man das halt vergleicht mit irgendwelchen Idealen, also wenn wir uns antike Statuen angucken, die stellen ja ein Ideal dar, was wir heute noch in der Regel als ästhetisch empfinden. Hm. Und Reichtum zum Beispiel, du kannst der reichste Mann im Raum sein, das sieht keiner oder nimmt es nicht wahr, aber den Reichtum, den du dir körperlich erarbeitest, der ist immer präsent. Ja, das ist gut. Und man sagt ja auch, dass grundsätzlich schöne Menschen oder sportliche Menschen, dass man intuitiv, einfach so sind wir ja konzipiert, die eher sympathischer finden, mit denen eher auch geschäftliche Bindungen eingehen, ja, die, weil sie halt eher für Disziplin sprechen und dadurch weniger Ballast, sondern eher ein unterstützendes Element sozial betrachtet jetzt sind. Und ja, auch den Kindern zum Vorbild. Ich weiß, meine Tochter hat mal vor ein paar Jahren gesagt, du hast einen dicken Bauch. Woher kenne ich das? Ja, und heute sagen meine Söhne, Papa ist stark. Ne? Ja. Das ist, ich will auch mal so stark werden wie Papa. Das ist schon Vorbild schöner. Für den Kindern sollte man nicht nur durch Arbeit sein, tatsächlich. Ja, auch Ernährung. Sport sind natürlich viele Sachen, die man nicht nur den Kindern, aber auch natürlich, wie du schon sagtest, nach außen als Repräsentant von Elm etwas natürlich vorlebt. Das ist schon richtig, ja. Ja, man kann nur immer wieder zu aufrufen, Ernährung, Sport ist halt im Endeffekt für die eigene Gesundheit ja auch wichtig. Ist ja, ja nicht klar. Nur so, dass man 50 werden will, man will ja auch 70 oder 80 oder 90 werden. Und da gehört natürlich Sport und Ernährung genauso dazu, ja. Auf jeden Fall. Und auch mal für Krisensituationen. Jetzt einfach mal so davon ausgegangen. Habe ich vor kurzem gehört in einem ganz interessanten Interview, dass einer sagte, die körperliche Fitness, zumindest bei Soldaten, ist nicht nur für einen selber wichtig, sondern auch für den Kameraden rechts und links neben dir. Schon allein in einer verwundeten Situation, wenn du die körperliche Fitness nicht hast, dann stirbst du einfach schneller. Richtig. Das steht uns jetzt nicht an, aber grundsätzlich ist das ja schon etwas, dass man als Solidargemeinschaft untereinander auch eigentlich eine Solidarität der einigermaßen existenten Fitness sich zumindest bewusst sein sollte. Das heißt nicht, ich zeige jetzt nicht auf Leute und sage, Mensch, du fettes Schwein. Ganz im Gegenteil, ich habe das ja auch in einer gewissen Form gehabt. Ich bin auch nicht perfekt, aber ich versuche halt zumindest wöchentlich ein bisschen besser zu sein als die Woche davor. Ja, das ist gut. Also gerade, weil du mit den Krisenvorsorgen noch sagtest, ich bringe es in meinen Vorträgen zum Thema Krisenvorsorge auch immer. Also wer Krisenvorsorge fängt jetzt nicht dabei an, dass ich die beste Armbrust habe, sondern tatsächlich, wenn ich meine Armbrust und meinen Notfallrucksack nicht transportieren kann, was bringt mir denn die beste Ausrüstung, wenn ich nach 300 Metern zusammenbreche? Weil ich einfach nicht klarkomme damit. Und so ist es. Ja. Gut, ich würde sagen, auf in die letzte Etappe. Gleich haben wir es geschafft. Auf geht's. Aber wandern tust du ja trotzdem gerne. Also man sieht es hier zumindest. Also... Siehst jetzt nicht okay, so unmotiviert siehst du jetzt nicht aus. Nee, das war, aber hier geht es auch hoch und runter. Das ist ja in meiner rheinischen Heimat auch der Fall, wenn ich jetzt irgendwo durch die Weinberge schlendere. Ja, einfach nur flach gehen müsste. Ja, mag ich auch nicht. Also ich mag auch mindestens Mittelgebirge, dass man da so ein bisschen zumindest Höhenmeter hat. Ja. Das stimmt. So,
Auf geht's. So, Phil, hast du gut gemacht. Danke. Dafür, dass du nicht gern den Vielwanderer bist. War in Ordnung, Phil, war in Ordnung. Schon schlimmere gesehen. Nein. Ja, unsere Wanderung ist jetzt hier an der Stelle tatsächlich vorbei. Wir sind jetzt gleich wieder bei unserem Parkplatz. Phil, wie hat es dir gefallen? Hast du noch abschließende Worte? Was willst du noch der Welt kundtun? Die Zeit mit dir ist verrannt. Das war wirklich klasse. Ich denke, werden wir noch mal was rausnehmen. Gerne, auf jeden Fall. Wenn ich noch mal hier. Dann können wir das ein bisschen, den Film haben wir jetzt ja vorgestellt, dann können wir nächstes Mal ins Detail mit der Geschichte dieser Gebäude und so weiter gehen, dass wir uns da dann so eine Sache noch raussuchen. Oder vielleicht ein bisschen mehr noch musikalisch irgendwas. Oder Heimatkulturwerk, da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Genau. Mal gucken. So ist es. Ansonsten, wenn euch der Phil gar nichts sagt, ihr findet ihn auf jeden Fall bei Instagram. Spotify, Flack, genau. Liken, runterladen. Genau, wichtig. Streaming-Zahlen sind wichtig. Im Endlosschleife laufen lassen die Lieder, ist immer wichtig. Genau. Ansonsten, ja, meinen Kanal abonnieren natürlich auch. Ist auch immer wichtig, um das zu unterstützen hier. Jeder Klick zählt für den Algorithmus bei YouTube. Und ansonsten Kommentieren, genau. Obligatorischer Unterstützungskommentar. Genau. Richtig, der Daumen muss nach oben, das Abo muss da bleiben und so weiter und so fort. Ihr wisst schon Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, Phil, für deine Begleitung. Danke dir für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.